Hallo, ich bin Hanna von den jungen Festivalbloggern und stehe heute neben Alexander Zgrebnews. Er ist der Kamerachef aus dem Film Sisters. Hallo Hanna. In einigen Szenen kommen ja Hunde vor. War es einfach, diese Szenen zu drehen, beziehungsweise wie konnten Sie die Szenen drehen? Danke für die Frage. Mit Anastasia, Hund, es war eigentlich kein Problem, weil Emma, die spielt Anastasia, hat seinen Hund. Und dieser Hund, dieser schwarze Hund, was wir sehen im Bild, das ist ihres Hund. Aber mit diesen Hunden, die war in diesem Hundheim, waren Probleme, dass nachdem jedes Mal, wenn wir haben gedreht diese Szene, die Hunde hat weggelaufen und wir mussten immer die zurückbringen und das war kompliziert, aber wir hatten speziell Mensch, der hat war geantwortet darüber, Tiermensch, und dieser Mensch hat immer alles erledigt. Geschwisterliebe ist ein Thema, das in dem Film aufgegriffen wurde. Haben Sie selber Geschwister? Ja, ich habe Schwester, die lebt in Spanien. Sie ist alter, 7 Jahre alter. Also sie alte Schwester ich habe, ja. Aber was ist wichtig für unseren Film, dass eigentlich Geschwister, der lebt in Waisenhäusern von Anfang an, definiert sich selbst nicht wie Geschwister. Also eigentlich, sie sind ein bisschen so fremde Leute, weil niemand hat ihnen diese Liebe zwischen Geschwistern gezeigt. Glauben Sie, dass Filme funktionieren ohne spezielle Effekte oder Bilder, die verwendet werden? Also spezielle Effekte eigentlich ist Animation. Wenn wir so tiefer gucken, dann spezielle Effekte ist eine Animation, wenn ihr geht und guckt irgendwelche Filme, wo es gibt es viel spezielle Effekte. Alles brennt und ich weiß nicht, was noch passiert, dann kann sagen, das ist eigentlich nicht Film, aber Animationfilm. Ja. In Film Masters gibt es viel Spezialeffekte, aber diese Effekte trifft mehr irgendwelche Probleme, Erledigungen. Nun zum Beispiel in diese Einstellung, wo Anastasia springt in Fenster raus. Im Bild war zwei Leuchte war im Bild und dann spezielle Effekte hat geholfen, die wegzunehmen und auch Mikrofone wegnehmen und verschiedene andere Sachen, sauber machen Film. Ja, sauber machen Film, so heißt das. Und da muss man Animation machen eigentlich, wenn zum Beispiel hier gibt es irgendwelche Licht und wir drehen diese Kolonne, aber da ist Licht, die trifft sich. Das bedeutet, dass diese und Kamera bewegt. Das bedeutet, jede 24 Mal in Sekunde muss gemalt dieser Ort auf diese Kolonne in einer Sekunde sein. Das ist Spezialeffekt, denke ich. Was genau macht ein Director of Photography? Director of Photography antwortlich ist über visuelle Sprache in diesem Film von Anfang an. Er entwickelt diese visuelle Sprache zusammen mit Regisseur, und manchmal Regisseur weiß genau, was er möchte. Ja?
Und dann Kameramann muss nur realisieren diese Idee. Aber manchmal Regisseuren sind nicht sicher, was die möchten sehen. Und dann Kameramann mit seiner Erfahrung und Kenntnis entwickelt diese Sprache. Das bedeutet, wie Film hat gedreht, was sehen wir im Bild, ja? Wie nutzen wir Licht. In realistische Richtung oder in künstliche Richtung. Also diese alle Entscheidungen muss treffen Kameramann vor dem Dreh und auch in Drehzeit auch sehr viele Entscheidungen treffen. Wie haben Sie versucht, die Szenen möglichst aussagekräftig zu inszenieren? So, ich wahrscheinlich verstehe nicht genau, kannst du anders formulieren, diese Frage? Aussagekräftig. Wie haben Sie versucht, dass die Szenen möglichst interessant, möglichst spannend für die Zuschauer? Ja, danke, gute Frage. Da ist wichtig, dass muss immer Intrige bleiben. Und denke ich, Linda hat gut das gemacht, Regisseurin Linda. Nur zum Beispiel, wenn Mutter ist in Anastasias Room und sie macht diese interessante Tanz mit irgendwelchen diese Dinge. Ich erinnere nicht, wie heißt diese Tiere, die existiert nicht, ja? Da, 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 da. Und dann sie sagt, hast du Geld? Da, 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 da. Also unprognosierte Sachen macht gute, interessante Dinge für Zuschauer, ja? Und dieser Film hat immer diese unprognosierte Sache, zum Beispiel Anastasie nimmt und springt in Wasser, in See oder... Nu, eigentlich da, so gebaut das Film ist, ja, dass wir können nicht prognosieren, was passiert, was wird nächste Einstellung sein. In dem Film haben ja auch Kinder mitgespielt. Wie konnten Sie das, also wie schwierig war es, die Szenen mit den Kindern zu drehen, wenn sie belastende Situationen spielen müssen? Gleich so schwierig, wie es geht mit 3 Monaten Kind einfach in normalem Leben. Ja. Weil Kind muss schlafen, jede Stunde oder jede 2 Stunden das Kind schläft. Und das bedeutet, wenn Kind hat schlecht geschlafen davor, dann in Drehzeit vielleicht das Kind möchte schlafen oder er ist... Das Kind ist nicht glücklich und dann er weint, aber wir vielleicht in dieser Szene brauchen, dass das Kind lächelt. Deshalb, dass immer diese Drehzeit und Drehplan immer verschiebt gegen Kind in Bild. Und das ist, da muss immer mehr Zeit geplant sein, weil Kinder und Tiere nimmt sehr viel Zeit. Und nun eine letzte Frage. Was war Ihnen besonders wichtig bei der Kameraführung? Ja, also für mich war besonders wichtig, dass das Bild sieht realistisch. Ja, dass wir merken keine spezielle Lichtaufstellung, dass wir merken nicht künstliche Sachen, ja. Und für mich noch besonders wichtig war, dass das Film wird dynamisch sein. Und ich habe versucht, in alle Situationen, wer ich könnte und wo war erlaubt von Dramaturgie-Seite, ja, so dynamisch wie möglich Kamera machen.
Okay, vielen Dank für das Interview. Danke, Hannah.